Naja. Könnt mir das, schreibt mir das ruhig mal in die Kommentare. Oder schreibt das ruhig mal auf Facebook oder so in die Let's Play Live-Show-Gruppe, wenn ihr da tätig seid. Ja, was ihr davon haltet. Nebenmission, ja, nein. Nee, lieber nicht oder so. Lieber nur Hauptmission und fertig. Schreibt das ruhig mal. Und erkunden. Was ist mit erkunden? Ne? Ich hatte das in, ich weiß nicht, in einer Folge schon gesagt, wie es aussieht mit erkunden. Sollen wir hier so rumlaufen und erkunden und gucken? Ich meine, so wäre ja eigentlich mein Spielstil. Also ich würde ja sowieso alles erkunden wollen und alles gucken und alles sehen. Und das ist erstmal das erste Gebiet im Übrigen. Ne? Ich wollte es nur mal erwähnt haben. Das ist immer noch das allererste Gebiet. Und ich weiß gar nicht, welche Folge das jetzt hier ist, weil ich das alles ja an einem Stück aufnehme. Ich nehme das im Übrigen am Dienstag auf. Mal in der Woche. Weil ich mal wieder sehr früh Feierabend hatte und ich mir das mal gegönnt habe. Und ihr wisst ja selber, dass ich ja nebenberuflich noch ein bisschen was mache. Das ist ja nicht mein Hauptberuf, YouTube. Und auch Twitch nicht. Wer schießt denn da? So. Mist, die Drohne geht mir jetzt schon auf den Sender, ganz ehrlich. Weil ich würde gerne mit der M9 ein paar Leutchen ausschalten. Mist, jetzt stehen die so ungünstig. Und ich habe auch hier einen ungünstigen Platz hier. Zeig mir den Platz in der Kneipe. Oh, guck mal. Oh, wie süß. Nehmen wir mal alles mit. Lalalala. Und morgen wird schon die Woche geteilt. Sehr schön. Ja gut, ich weiß ja nicht, wann ich das Video raushaue. Wann ich das Video raushaue und welcher Tag bei euch ist, wenn ihr es guckt. Kann ich ja nicht zu sagen. Okay, die stehen mir jetzt zu sehr auf Masse. Da werde ich mal einen großen Bogen drum machen. Was macht die da? Ich ziele auch auf dich. In letzter Zeit machen wir wirklich ordentlich Boden. Das ist der schwierige Teil. Wie cool, dass jeder Charakter hier auch redet und so und anders aussieht und schon geil. Da hinten wird auch gerade irgendwie, da hinten läuft auch gerade jemand da. Die gehen auch wieder in Deckung. Das ist schon geil. Das macht schon ein geiles Feeling hier. Das ist nicht so wie so ein, keine Ahnung, so. Wo ist der Typ? Hier kommt einer. Ich mache Schnetzel das aus dir, Alter. Ich rufe einen Notstand aus. Eines unserer Lager wird belagert. Alle, die helfen können, sollten sofort aufbrechen. Ich mache aus dir Geschnetzeltes. Na, wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Wer ist noch ohne Fahrschein? Uah, Alter. Alter, bleib doch. Bleib mal verstehen. Na, komm rein. Oh, der wusste sogar, dass ich nachlade. Zwingata. Sag mal, jetzt habe ich's aber. Oh. Du hast da was im Auge. Wollte ich nur mal erwähnt haben. Wie geil das schon wieder ist mit dem Rumsammeln. Das erinnert mich auch an Far Cry. Das ist. Oh, das ist so cool. Das wird wieder so lange dauern. Aber ich mag das. Ich mag Spiele, die mich auch mal woanders hinführen. Ja, die auch mal sagen, ja, du hast jetzt hier und hier noch eine Mission. Geh, du kannst jetzt da hingehen, rette die Leute, mach noch dies, tu noch das. Obwohl du eigentlich eine Hauptaufgabe hast, aber scheißegal, mach was du willst. Das finde ich so cool. Das ist so geil. Ich feiere das. Und ich finde, muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, warum die Presse da so, ja, so gemeckert hat. Ich finde, das ist ein ganz geiles Spiel. Das macht echt Spaß. Das ist jetzt kein, wie gesagt, ja, super High-End-Ultra-Shooter. Okay, wir haben keinen Medipack mehr, fällt mir gerade auf. Kein Ultra-Mega-Super-Shooter, aber es macht einen guten Eindruck. Hallo, ciao. Es macht einen guten Eindruck. Da unten läuft einer. Hab ich gerade gesehen. Müssen die Drohne aber runterholen eigentlich.
Problem ist, ich weiß nicht, ob... Fuck. Wir haben nicht mehr so viel... Nicht mehr so viel Lebensenergie, also... Vollen Balken haben wir, aber wir haben kein Medipack mehr, um uns zu heilen, wenn was ist. Da oben sitzt schon wieder ein Sniper im Wachturm. Überall die Augen muss man hier aufhaben. Über... Ah, komm an. Scheiße. Das hat keiner mitgekriegt, ne? Gut. Scheiße, fuck. Fuck. Okay, da hat er jetzt automatisch hingezielt ein bisschen. Man hat es gemerkt, ein klein wenig. Auto-Aim war an. Aber ist jetzt nicht so schlimm. Aber ein Medipack oder so haben wir jetzt noch nicht gekriegt, ne? Von irgendwie einem Soldaten. So, 2 von 3. Irgendwo muss noch... Hier liegt, glaube ich, noch was. Die Pakete. Hier liegt noch ein Paket. Boah, sehr geil. Cool. So, Paket soll man wieder abliefern. Und sichere das Zollamt. Aua. Der Sniper, verdammt. Nein. Ja, ciao. Oh, fuck. 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 Die Drohne ist auch hinter uns her. Der Seeker. Verdammt, der Seeker. Wenn der uns meldet zum Luftschiff. Fuck, 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 fuck. Hier ist auch jemand, ein Gegner, hier links. Und eine Drohne. Hier direkt am Motorrad ist ein Gegner. Jetzt nicht mehr. Uiuiuiuiui. Okay, sie haben nachgelassen. Das Radar leuchtet nicht mehr rot. Aber wir brauchen unbedingt Medipack. Unbedingt. Ohne gehe ich nicht mehr aus dem Haus, ganz ehrlich. So, wie schaut aus, Jungs? Kann ich hier nochmal eben? Ja, sehr schön. Nehmen wir mit. So, jetzt habe ich mal ein bisschen die M9 natürlich ausprobiert. Weil ich ja wissen wollte, wie das so ist mit dem... Ah, nein! Oh. Mit dem Schalala-Dämpfer. Wow. Das ist gar nicht gut. Überhaupt nicht gut. Wir sind so gut wie tot. Wir sind fast so gut wie tot. Wir sind so gut wie tot. Sonne, kann, Augen, kannst du dich mal an die Sonne gewöhnen? Sehr schön. Huha, ja. Brenzlig. So. Und das mit den Schuhen funktioniert ja schon mal auch schon mal super. Denn, die haben uns jetzt auch schon nicht bemerkt, so direkt sofort. So wie am Anfang. Jawohl, sehr schön. Da haben wir die ganze Ecke schon mal befreit. Gut gemacht, Brady. Wir können das Zollamt nutzen, um die eintreffenden Lieferungen der KVA, die über das Meer nach Philly kommen, zu überwachen. Ich bin mir sicher, dass diese Informationen für den Widerstand von großem Wert sein werden. Sehr schön. Das ist echt cool. Achso, der lädt dann quasi auch die neuen Texturen dann rein und die neuen Gegenstände, weil der wird ja dann hier gespawnt und so. Ja, ja. Sorry, Alpha. Tony spricht. Was gibt's für Neuigkeiten, Tone? Wir haben den Clap erwischt und ihn nach Walker befragt. Haben ihn sogar von der Brücke baumeln lassen. Aber nichts. Also haben wir ihn losgelassen. Du hast ihn... Egal, versuch's weiter. Irgendjemand muss doch was wissen. Schön für den Scharfschützen. Was können wir denn... Okay, Luftdruckpistole. Leise und starke Pistolenumwandlung kann für zusätzlichen Schaden aufgeladen werden. Klingt auch sehr spannend. Alter, ein leichtes Maschinengewehr, wenn wir einfach die Waffe umbauen. Haftminenwerfer für das Sturmgewehr kann feindliche Fahrzeuge und Drohnen erfassen. Kostet uns 10. Machen wir mal. Das haben wir ja. Sehe ich gerade. Kostet... Achso, das nächste Upgrade. Ah, okay.
Und das Armbrust-Upgrade für die Pistole kostet 850. Vollautomatische Schrotflinte, Alter. Inferno-Werfer. Umwandlung von Brandprojektilen für die Schrotflinte effektiv gegen Infanterie, Alter. So, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt würde mich das mal brennend interessieren. Kann ich dann jetzt zusätzlich... Ach nee, hab ich ja noch nichts dran, ne? So, Ach so. Ich kann jetzt dann entweder oder. Ich dachte, ach so. Ach so ist das also. Ja gut, aber da kann ich ja im Kampf dann trotzdem... einfach sagen, zum Beispiel, wenn ich irgendwo im Gefecht bin oder so, keine Ahnung, ich bin irgendwo am Kämpfen, stehe irgendwo hinter einer Ecke und muss jetzt kämpfen, da unten kommt aber jetzt ein Fahrzeug, dann kann ich mal eben schnell umwandeln und dann zack, habe ich den Granatwerfer. Das ist natürlich sehr praktisch. Ist ganz cool, gefällt mir, habe ich auch so in der Art und Weise, wie gesagt, im Spiel noch nie gesehen. Ja. So, es ist schon wieder Nacht geworden. Das ist hier ein Tag- und Nachtwechsel. Das ist, hier ist dergleichen sucht. Das ist unglaublich. So. Ist das jetzt unsere Hauptmission? Ich weiß es gar nicht. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Ich würde gerne nochmal eben schnell auf die Karte schauen. Die Karte loben. 0.14 Uhr haben wir. Da ist zwei Gebiete, nee, drei Gebiete, die wir noch nicht frei haben. Das ist einmal das Gebiet hier, Grenzmauer. Ah, da kriegen wir ein gelbes 2 Taler. Das Gebiet und das Gebiet. Ich würde sagen, wir machen erstmal hier. Kann ich hier... Ah, ich kann Wegpunkt setzen, sehr schön. Dann würde ich gerne erstmal die Mission machen. Deaktiviere das Kühlsystem. Machen wir das jetzt erstmal. Okay, es hat ein paar Framerate-Einbrüche, das Spiel. Fällt mir gerade auf. Es geht jetzt gerade ein bisschen in die Knie. Ich weiß nicht, ob es am Feuer liegt, an der Lichtstimmung. Es hat gerade ein paar Framerate-Einbrüche. Es ruckelt ein klein wenig. Aber gut, es soll ja keine Review werden. Es ist ja ein Let's Play. Und deswegen will ich jetzt hier auch gar nicht großartig mängeln. Sondern einfach nur das Spiel genießen. Und es macht echt eine Menge Spaß. Also Leute... Es lohnt sich wirklich. Es lohnt sich wirklich. Na. Ach, hier. Hatten wir das nicht schon gemacht? Waren wir hier nicht schon? Hier waren wir doch. Aber hier waren wir doch schon drin gewesen. Das hatten wir doch schon erledigt. Oder irre ich mich da? Oder haben die das schon wieder zurückgewonnen? Komme ich hier durch den... Deiner Bombe kannst du dir hier Zugang verschaffen. Manche Objekte via Luftschächte können mit deinen Explosiv-Gorilla-Werkzeugen zerstört werden. Na schön, habe ich natürlich wieder nicht. Generell Granatwerfer wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich nur diese Gorilla-Werkzeuge. Gorilla. Da oben ist ein Sniper. Oder ist das ein anderes Lager? Ich bin mir da gar nicht so sicher. Später bekommen wir auch ferngesteuerte Fahrzeuge. Das weiß ich schon. Das habe ich schon gesehen im Trailer. So. Hoffen wir mal. Da unten sind Gegner. Aber die will ich jetzt erstmal in Ruhe lassen, weil ich möchte ja ins Lager. Ich möchte jetzt erstmal ungesehen hier um das Lager herum, um zu gucken, ob wir irgendwo einen Eingang finden. Einen unterirdischen oder so. Oder irgendwie oben drüber. Ah, das sieht einfach nur cool aus. Das ist einfach nur... Boah, ich mag sowas. Da ist auch schon wieder ein Luftschiff am Fliegen. Ein bisschen Licht anmachen. Es ist da hinten schon ein Seeker am Rumfliegen. Und ein Luftschiff. Alter. Ganz ehrlich, wie cool das ist. Das ist einfach nur genial. So, hier kommen wir, glaube ich, rein. Aber das ist doch das Gebäude, oder? Hier ist doch die Tür offen, natürlich. Hier war... Und hier... Na... Oh.
So, und hier oben sind wir mit dem Motorrad draufgesprungen. Ich kann mich entsinnen, als wäre es gestern gewesen. Natürlich waren wir hier. Hä? Oder hat der das nicht gespeichert gehabt? Kann das sein? Da oben läuft jemand. Und jetzt fühle ich mich schon wieder wie bei James Bond. Bin ich ganz ehrlich, mit dem Schleichen und so eine Basis infiltrieren. Boah, ich würde mir gerne so gerne mal wieder so ein James Bond Spiel wünschen. So ein richtig schönes James Bond Spiel. So richtig mit Basen infiltrieren und so schleichen. Wo ist der denn? Ach, der ist hier oben wahrscheinlich, der Gegner, ne? Kann das sein? Ich sehe den gar nicht. Ja, ja, manche Gebäude, bla bla bla, bla bla bla. Nein, du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Du siehst mich einfach nicht. Du siehst mich nicht. Darüber liebe ich dich doch so sehr. Du liebst... Oder irgendwie so. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Manchmal, wie gesagt, manchmal geht es mit mir durch. Keine Ahnung, warum. Ach, da oben steht er. Ich sehe ihn. Sieht er mich irgendwie, wenn ich hier langlaufe? Okay, der ist irgendwie rübergelaufen. Da steht jemand auf der Treppe. Oh, wir haben... Er läuft mit dem Granatwerfer an einem Sturmsoldaten vorbei, der nur ein Sturmgewehr hat. Macht Sinn. Und schießt auch nicht. Ach, das ist eine ehemalige Tankstelle. Wie geil. Das fällt mir jetzt erstmal auf. Hey, kämpf mal mit mir. Psst, hey, psst, hey, psst, hey, psst. Hey. Heps, Alter, was? Was ist denn? Wo ist der? Der soll mal herkommen. Komm mal her. Wo ist der? Geladen und entsichert. So, der kämpft jetzt mit mir. So. Und mal einmal abgrabbeln. Einmal anfassen. Ich muss ja alles anfassen hier im Spiel. Ja, auch einmal. Den darf ich nicht anfassen. Der wurde schon oft, wieso fliegen hier Granaten? Aufgepasst! Feinde! Yeah, wo? Aua! Wow, Alter! Soll ich... Nein, ich sollte mich... Nein! Haben hier eine Duster-Startplattform errichtet, mit der sie Gasangriffe auf die anderen roten Zonen durchführen wollen. Ich bin froh, dass du auf unserer Seite... Gibt's doch... Nein, was gibt's doch nicht? Sag mir jetzt nicht... Du musst sie zerstören, bevor die scheiß Duster abgefeuert werden können. Ja, ich habe keine Zeit für eure Duster. Der mache ich später. Siehst du wohl, dass ich hier zu tun habe, oder? Ach, da komme ich gar nicht rüber. Komme ich hier irgendwie runter? Ah, hier. Warte mal. Hä, wieso habe ich denn... Wie idiotisch das von mir war, einfach da reinzustürmen. Ich glaube, das ist keine gute Idee bei dem Spiel. Einfach. So, ciao. Mach's gut. Ist keine gute Idee von mir. Was wollte ich gesagt haben? Es ist keine gute Idee von mir, einfach reinzurennen irgendwo. Yay, yeah, macht so viel Sinn. Gott sei Dank. Die haben ein bisschen nachgelassen, was das angeht. Vielleicht muss man echt ein bisschen Geduld mitbringen, auch jetzt hier. Boah, Gott sei Dank nicht gesehen. Die hat mich nicht gesehen, die Drohne. Die Drohne hat mich nicht gesehen, Gott sei Dank. Wow, Alter. Kann ich die Tür zumachen eigentlich? Nee. Aber ich kann mich hinter der Tür verstecken. Ja. Boah. So. Wie sieht aus, Jungs, hier? Kommt, also. Wer ist hier wo? Wo ist wer? Habe ich nochmal die Chance, hier bei euch nochmal Fuß zu fassen in der Basis? Da ist doch jemand. Zumindest auf der Karte. Mist, ich sehe den nicht, weil es so hell ist draußen. Verdammt, Mist, der. Ah, der steht hier oben wieder, ne? Ah, das ist natürlich mies, dass man... Gibt's... Oh. Okay. Da war jemand.
Da ist auch jemand. Die haben mich da schon gesehen. Ich weiß es genau. Die haben mich da 100% schon gesehen. Ah, die suchen mich. Mist, die suchen mich. Ich habe diese Schleichschuhe an. Die Anti-Lauttreter. Ich habe keine Zeit für euch. Ciao. Okay, machen wir es so wie vorhin. Aber wieso habe ich denn dann die Mission einfach liegen gelassen? Oder wieso muss ich die normal machen hier? Mit dem Kühlwerk. Ich dachte, ich hätte die Mission schon. Ich dachte, die Mission hätten wir schon abgeschlossen. Das ist mir jetzt echt neu. Kann ich auf die Tankstelle eigentlich schießen? Nein. Okay. Ich dachte, ich kann auf die Tankstelle schießen. Hui, wieder abgegangen ist. Na, hallo. Und es fängt schon an zu regnen. Es ist nur am Pissen hier in Philadelphia, das ist unglaublich. Philadelphia. So. Sonst noch jemand ohne Fahrschein? Kauft euch eine Monatskarte, habe ich gesagt. Na, ich treffe. Ah, jetzt. Wollte schon sagen, ich treffe ihn nicht. Oh, ich habe kaum noch Munition, fällt mir auf. Ich muss mal ein bisschen looten. Gib du mir mal ein bisschen Munition. Sehr schön. Sehr schön, der hat auch Munition dabei gehabt. Er ist mit ihm hier. Wunderbar, auch nochmal. Sehr schön, dass sie auch Munition liegen lassen dann für uns. Aber die Mission hatten wir doch schon. Ich blick da jetzt gerade nicht durch. Es ist schon ziemlich ein bisschen her, ein paar Folgen. Für euch, für mich ist es ja eine Aufnahmesession immer noch. Deswegen bin ich da so ein bisschen irritiert jetzt gerade. Aber ihr könnt mir das ja wahrscheinlich... Da war eine Granate. Ihr könnt mir das ja wahrscheinlich unter den Kommentaren sagen, ey, die Mission hast du vollkommen vergessen, bist woanders hingerannt. Weil ich mich auch hier so gerne ablenken lasse bei dem Spiel. Es ist nun mal so, es ist einfach faszinierend. Alter, was? Boah, wo ist der hingeflogen? Wo ist er? Da hat doch irgendeiner gerade auf mich geschossen. Rainer Kallmunds Abgase, im Übrigen. Ach, hier sind noch Sniper. Hier oben sitzen noch Sniper. Ah, da! Ich sehe dich. Guck mal, und das mache ich sogar ohne Sniper, ihr Säcke. Da, ne? Zehn von zehn Scharfschützen. Yeah! So, jetzt bin ich gespannt. Jetzt muss ich doch hier das Ventil drehen, oder nicht? Aber das habe ich... Oder ist es eine andere Basis? Nee, das ist dieselbe. Hä? Ich muss mich mal heilen, fällt mir gerade auf. Axco-Garage? Nee, ist doch eine andere Basis. Ich dachte, das wäre jetzt genau dieselbe. Ich dachte, die hätten wir schon. Okay, ich sollte vielleicht nicht so viel denken. Jetzt bin ich mal gespannt, wo ich jetzt spawne. Und ich spawne wieder unter der Treppe. Irgendwo... Oh nee, diesmal nicht. Ausgezeichnete Ausgangsbasis Ach nee. Für den Widerstand, um weiter in die Zone vorzudringen. Stimmt, das ist eine andere Basis. Wir hatten ja hier so Regale stehen an den Treppen. Und hier ist ja jetzt eine Tankstelle. Stimmt, das ist doch eine andere Basis. Aber komisch, dass die Tür schon offen war. Das wunderte mich jetzt ein bisschen. Hier spricht Philly Alpha. Ein Nord-Transportfahrzeug hat in der runden Zone in Holloway schlapp gemacht. Ich habe kein Empfangsschiff. Kann ich das jemand mal ansehen? Ja, ich habe aber kein Empfangsschiff. Okay, Will. Janice, kannst du sie unterstützen? Unterwegs. Vergewissere dich nur, dass alles sauber ist, bevor du reingehst. Ich habe kein Empfangsschiff. Geht nicht.
So, ich wollte auf die Karte geguckt haben. Ich wollte mal nochmal einen Wegpunkt markieren hier zu dem letzten Gebiet. Wenn wir schon einmal dabei sind, können wir das auch nochmal clearen hier. Wo ist das hier? Hotel? Marina Hotel im Elementary. Und hier ist auch die Hauptmission. Ich denke mir, dann werden wir wahrscheinlich ins nächste Gebiet dann wandern. Wir haben aber hier noch ein paar Sachen zu erledigen. Und zwar, das müssen wir erstmal machen. Ich glaube, ich mache erstmal das. Weil links an der, bei den Legenden, also links, wo 100% jetzt steht die Faust. Darunter war 10 von 14 Blitzen, also diese hier. Naja, 5 Radios, 2 von 5 Autos, 2 von 2 ja, aktiven Nebenmissionen, so spontanen Nebenmissionen, die mal kommen. Und 10 Scharfschützen haben wir. Das heißt, soweit sind wir schon eigentlich damit ganz gut damit durch. So, das heißt also, in die Richtung müssen wir. Ist natürlich sehr geil. Ich muss auch so langsam, muss ich ganz ehrlich gestehen, ich muss so langsam auch, und jetzt kann man auch hier ein bisschen, ich schweife schon wieder ab, es ist unfassbar. Es ist das Spiel, ich will einfach nicht aufhören zu spielen, aber ich muss so langsam zum Ende kommen. Es ist unfassbar, ich muss so langsam zum Ende kommen, ich würde so gerne weiterspielen. Ich würde so gerne jetzt weiterspielen und auch hier sehr, sehr gerne noch weiter erkunden. Und mein Gott, das... Ah, schlimm, schlimm. Aber ich muss leider Gottes Namen zum Ende kommen, weil... also die Mission da hinten, das machen wir noch. Und dann werde ich gleich zum Ende kommen, weil es ist schon sehr spät und ich muss gleich auch schon wieder ins Bett. Und na, das ist ja, wenn man noch so einen Job hat und so und das hobbymäßig macht, muss man das natürlich schon gucken, dass man das alles eben unter einem Hut kriegt. Aber wie gesagt, ich mache es ja gerne. Ich mache es sehr gerne, weil es mir sehr viel Spaß macht. Und aber ich will einfach weiterspielen. Ich will einfach weiterspielen. Es ist so geil. Es ist so geil. Es hat sich voll gelohnt. Ich war erst am Zweifeln so, Homefront, war so in der Presse und weiß ich nicht. Und ach, scheiß was drauf. Guckst du dir an. Und ich bin so geil. Ich bin so froh, dass ich es mir geholt habe. Bin ich ganz ehrlich. Ich bin so froh. Ich bin sowas von froh, dass ich es mir geholt habe. Hier ist auch ein Radio. Aber das haben wir ja schon. Ich bin echt sowas von froh, dass ich es mir geholt habe. Ganz ehrlich. Ah, hier ist unsere Heimatbasis, die wir geklärt haben. Ah, hier ist das gewesen, genau, hier. Da ist das dämliche Regal, wo ich zwischengesteckt habe. Kannst du dich noch dran entsinnen? War vor kurzem so. Ich weiß nicht, welche Folge es war, keine Ahnung. Wirst ja sehen. Aha. Kommen wir jetzt hier in die Bierfabrik? Oder was auch immer das sein soll? Wo ist denn das bitte? Wie kommt... Fehlt nur noch, dass das Slenderman gleich hier irgendwo auftaucht. An dieser Stelle gab es früher einen illegalen Lebensmittelmarkt, bis die KVA ihn dicht gemacht hat. Geh dorthin und sieh nach, ob es dort noch etwas gibt, was wir benutzen können. Was wir benutzen können. Ja, was wir benutzen können. Wieso komme ich denn... Wie komme ich hier bitte... Wie komme ich hier... Echt jetzt? Ich probiere es mal. Müsste ja was passieren, ne? Ob ich hier so sicher stehe, weiß ich gar nicht. Boah, wie cool. Ist ja geil. Boah, ist ja echt mega. So, warte mal. Was haben wir hier noch? Batterie, können die nicht mitnehmen? Nee, okay. Okay. Sehr dunkel. Merken, in dunklen Gassen niemals die Taschenlampe ausmachen. So, was haben wir hier? Grenzmauer. Operationsbasis erreicht. Sehr schön, cool. Zählt ihr jetzt dazu? 10 von 14 immer noch. Ah, das ist jetzt eine neue... Ah, cool. Sehr, sehr nice. Eine neue Basis. Gute Arbeit, Brady. Diese Essensvorräte werden viele Leute glücklich machen. Wir werden ihnen zeigen, dass wir da sind, um ihnen zu helfen. Sauber. Bereit, wenn du es bist. Nee. Alpha, hier spricht Will. Dieses Transportfahrzeug in Holloway hat sich erledigt. Waren nur ein Fahrer und eine bewaffnete Wache.
Okay, so, ich habe noch ein paar Wertsachen verkauft, bringt jetzt 20 Dollar. Die Orks haben heute also Walkers Verhandlung angekündigt. Gerechtigkeit voraus. Ich denke mir, dass diese Bastarde nicht mal ein Wort dafür haben. Das Ganze ist ein Witz. Aber wer zuletzt lacht, lacht am besten. Denn wir beim Widerstand lassen uns diesen Scheiß nicht gefallen. Herr Lebmann, er ist zu wichtig für die Orks. Wenn sie ihn haben, haben sie ein verdammt gutes Druckmittel gegen uns. Wir werden ihn finden. Fuck KPA, steht da oben. So, hey, was wollte ich... Ja, entschuldige bitte. Darf ich mal kurz zur Mülltonne? Danke. Entschuldige bitte. So, das haben wir schon auch schon. Hier sind noch Spinde. Hey, Gesundheitskit. Yeah, ich freue mich sehr. Nee, was wollte ich gesagt haben? Nee, ich werde jetzt auch so langsam zum Ende kommen. Und wir werden jetzt hier in der Busstation übernachten. Und ja, unsere Gedanken schweifen lassen, wie wir, ja, die Revolution weiter aufbauen. Der Kollege hier baut ein, ja, eine gute Sicherung. Vor allem ein Auto einfach in der Mitte mit Holz ist, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht. Mein Gott, ich will hier schon weiter gucken. Ich will einfach nur hier in den Zug jetzt rein und gucken und, und ich will noch Tagebücher auch noch finden und wissen, was hier noch weiter passiert ist. Und, das ist so das ist schrecklich. Ich will gar nicht zum Ende kommen. Verdammt! Nein, und wir werden unsere Gedanken schweifen lassen, wie wir die Revolution weiter nach vorne bringen. Und weil ich muss ja noch die ganzen Videos auch noch schneiden und rendern und, und das dauert. Und heute ist die letzte Folge rausgekommen, übrigens die Folge 4 von der letzten Aufnahmesession. Und ich muss unbedingt für morgen, dass ich Folge 5 mindestens noch für morgen schon mal in petto habe. Und nun gut, nichts, trotz alledem möchte ich mich jetzt erstmal verabschieden von meiner Seite aus. Ich bedanke mich jetzt erstmal fürs Zusehen hier bei Homefront The Revolution. Es macht eine Menge Spaß und ich hoffe, es macht für euch auch Spaß, hier zuzusehen. Und ich freue mich, wenn ihr dann in der nächsten Folge wieder einschaltet. Also, macht's gut, bis zur nächsten Folge. Ciao!